Er ist Allah, außerdem es keinen Gott gibt, der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren. Er ist der Allerbarmer und Barmherzige. Er ist Allah, außerdem es keinen Gott gibt, der König, der Heilige, der Friede, der Gewährer der Sicherheit, der Wächter, der Allmächtige, der Gewalthaber, der Stolze. Preis sei Allah und erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Er ist Allah, der Schöpfer, der Erschaffer, der Gestalter. Sein sind die schönsten Namen. Ihn preist alles, was in den Himmel und auf der Erde ist. Und er ist der Allmächtige und Allweise. الله يوم القيامة يقول أنا الملك أنا الجبار أين ملوك الأرض أين الجبارون الملك الله sagt ich bin der Herrscher يوم القيامة ich bin der Allmächtige ich bin der Unbesiegbare wo sind die Tyrannen von diesseitigen Leben wo sind die Könige und die Herrscher von diesseitigen Leben sollen sie heute ihre Macht schalten Was sollen die Menschen heute erkennen? Allah kennenlernen, subhanahu wa ta'ala. Wir müssen Allah erkennen, ihn erkennen, ihn kennen, subhanahu wa ta'ala. Allah achtet nicht auf unsere Aussehen. Allah achtet nicht auf unsere Körper, wie wir aussehen. Wie breit wir sind, wie dünn, wie schmal, wie kräftig wir sind. Nein. Allah achtet nicht, wie hübsch wir sind. Allah achtet nicht, wie viel wir im Konto haben. Ist er nicht. Allah achtet aber darauf, subhanahu wa ta'ala, wie unsere Herzen sind. Sie hatten die Gewissheit, dass Allah das Innere sieht. Das Wichtigste, was Allah von unserem Kalam subhanahu wa ta'ala, unsere Herzen zu verbessern, unsere Inneren zu verbessern. Weißt du denn nicht, dass Allah sieht? Der Muslim denkt und weiß mit Überzeugung, Gewissheit, ich werde beobachtet, dass Allah mich überall sieht. Aber kannst du dich vor Allah verstecken? Wallahi niemand. Kann dieser Versteck dich vor Allah verstecken? Wallahi niemand. Denn niemand kann sich vor Allah verstecken. Nichts kann sich vor Allah verstecken oder verbergen, im Himmel oder auf der Erde. Such dir einen Ort. Wo Allah dich nicht sieht. Wo du dich vor Allah verstecken kannst. Es gibt keinen Ort. Das ist die richtige Aqidah. Es gibt keinen Ort, wo Allah mich nicht sieht. Weißt du nicht? Siehst du nicht, dass Allah weiß, was in dem Himmel und was auf der Erde ist? Weißt du nicht? Gewiss, Allah allein besitzt das Wissen über die Stunde. Lässt den Regen herabkommen und weiß, was im Mutterleib ist. Niemand weiß, was er morgen erwerben wird und niemand weiß, in welchem Land er sterben wird. Gewiss, Allah ist allwissend und allfündig, subhanahu. Allah verfügt über das Wissen, über die Gewichte der Berge, über die Weite und die Tiefe der Meere. Al-Alim. Er kennt die Zahl der Blätter und der Regentropfen. Al-Alim. Allah weiß, das, was ihr wisst, das, was ihr nicht wisst und das, was ihr nie wissen werdet. Allahs Wissen umfasst all seine Geschöpfe, dessen Gewissen, dessen Geheimnisse, Taten, ob klein oder groß, gut oder schlecht, offenbare oder verborgene Taten, dessen Vergangenheit und deren Zukunft und deren Bleibe im Jenseits. Ich weiß, wann ich geboren bin, so sag mir, wann ich sterben werde. Niemand weiß, was morgen geschieht, außer Allah. Man kann nicht wissen, was morgen geschieht. Wenn Allah was will, kann es kein Ende. Wenn Allah nicht will, kann keiner es tun. Niemand. Allah weiß, was war, was ist und das, was sein wird. Das, was nicht ist, wie es war und sein wird, wenn es wäre. Die Stunde, der Regen, das, was sich im Mutterleib befindet, das, was die Menschen morgen erwerben werden und wo die Seelen sterben werden. Keiner kennt diese fünf Sachen außer Allah subhanahu. Keiner weiß, was er morgen erwerben wird. Gutes oder Schlechtes, niemand. Niemand weiß, ob er morgen krank sein wird. Niemand weiß, ob er gleich schlafen geht, ob er sich überhaupt noch bewegen kann. Niemand weiß, wo er sterben wird. Ob es auf dem Land oder im Meer ist oder in der Luft. Viele Menschen sind im Flugzeug, viele Menschen sind im Meer ertrunken, viele Menschen legen sich auf dem Bett. Und versuchen sie nur auszuholen. Warum? Aber sie stehen nicht mehr. Niemand weiß, was morgen ist. Außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wie viele Menschen sind in Diskotheken? Wie viele Menschen sind da, wo Allah subhanahu wa ta'ala, Allahs Zorn herrscht? Wie viele Menschen? Und wie viele sterben in Orte, die Allah liebt? Denn niemand von uns weiß, wo er stirbt. Wann und wo er stirbt? Niemand. Außer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hat die Propheten geschickt, damit wir unseren Schöpfer kennen und ihn allein anbeten, subhanahu wa ta'ala. Denn niemand hat das Recht angebetet zu werden. Außer dem Schöpfer Allah. Aber was ist mit uns? Wem dienen wir? Wem beten wir an? Viele, viele Muslime, wenn sie unter Brüder sind und wenn Schwestern untereinander sind, wir sind alle Frauen, mashallah. Wir sind alle Tugendhaft. Wir zeigen Demut,
Hingabe, Maschallah, Konzentration beim Gebet. Allah sieht alles. Und wenn wir mit Brüdern oder Schwestern zusammen unterwegs sind, subhanallah, auf der Straße, jeder guckt nach unten, Maschallah. Jeder senkt seine Blicke. Keiner guckt nach oben. Jeder hält seine Blicke zurück, alhamdulillah. Aber ist das so, wenn wir alleine sind? Guckst du weg? Ist das so, wenn du alleine zu Hause bist und keiner da ist? Machst du das Gleiche, wie du, wenn du mit Brüdern zusammen bist? Und warum macht man das nicht, wenn wir alleine sind? Warum? Denn das Problem, wie viel uns von den Menschen beobachtet. Wir haben mehr Angst vor dieser Menschheit. Warum? Wir schämen uns vor Brüdern und Schwestern, dass wir sowas vor denen machen. Aber subhanallah, er beobachtet uns jederzeit. Er sieht uns jederzeit, jede Minute, jede Sekunde. Während wir schlafen, er schläft nicht. Während wir müde werden, er wird nicht müde, subhanahu wa ta'ala. Nichts entgeht Allah von unserer Taten, unserer Gedanken. Allah weiß Bescheid, was du denken wirst. Bevor wir es selber wissen. Allah weiß, wann du diese Idee haben wirst. Bevor wir es selber wissen. Jeder von uns hat bestimmte Gedanken in sich drin, die der andere nicht sehen kann. Die keiner lesen kann. Keiner kann sie sehen. Keiner kann sie hören. Nur Allah. Wer kann das sehen? Allah sieht. Wir haben Allah vergessen. Wir behaupten, dass wir Allah nicht vergessen haben. Wir liegen im Moschee, wir sitzen im Moschee, beten. Und wir sind unachtsam gegenüber Allah. Solange wir nicht wissen, wer Allah ist. Solange unser Wissen schwach ist über Allah, subhanahu wa ta'ala. Er weiß nicht, wer Allah ist. Er weiß nicht, wer Allah ist, subhanahu wa ta'ala. Er kennt seinen Schöpfer gar nicht. Wie willst du denn ihn dienen, subhanahu wa ta'ala? Wie willst du ihn fürchten? Der, der über sieben Himmel. Der, der über den Thron ist, subhanahu wa ta'ala. Warum? Was für ein Sieg will die Umma heute? Was wollen wir heute? Wir haben Allah vergessen. Die Umma fürchtet die Menschen. Aber nicht Allah. Das ist die Lage der Umma. Glaubt ihr, Allah sieht nicht? Denn in der Einsamkeit erkennen wir, ob wir wahre Gläubige sind oder Lügner sind. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله الله بخيست alles, was in den Himmel und auf der Erde ist. Und er ist der Allmächtige und Allweise. Ihm gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Er macht lebendig und lässt sterben. Und er hat zu allem die Macht. Er ist der Erste und der Letzte, der Offenbare und der Verborgene. Und er weiß über alles Bescheid. Er ist es, der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf. Und sich hierauf über den Thron erhoben. Er weiß, was in die Erde eindringt. Und was auf ihr herauskommt. Was vom Himmel herabkommt. Und was dorthin aufsteigt. Und er ist mit euch. Wo immer ihr auch seid. Und was ihr tut, sieht Allah wohl. Ihm gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Und zu Allah werden die Angelegenheiten zurückgebracht. Er lässt die Nacht in den Tag eindringen. Und lässt den Tag in die Nacht eindringen. Und er weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Über das Innerste der Brüste Bescheid.